Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Easy Credit Basketball Bundesligaspiel der BG Göttingen gegen den Centenix MBC. Das Spiel endete 85-93. Zu meiner Rechten begrüße ich Silvano Poropat, Head Coach vom Centenix MBC. Zu meiner Linken wie immer Ruhl Moors, Head Coach der BG Göttingen. Ich bitte Herrn Poropat um sein Statement zum Spiel. Ja, seit einer Woche ist meine Mannschaft auf einem guten Weg, würde ich sagen, nach dem zweiten Halbzeit in Hamburg. Das hat sie jetzt vorgesetzt. Wir sind jetzt wirklich bereit, heute gekommen zu spielen. Ich denke, die Vorbereitung war sehr gut und die Mannschaft hat sehr viele Sachen super angenommen. Wir haben ja gut angefangen, das ganze Spiel geführt, ja, und das Spiel auch zu Ende gebracht. Würde ich sagen, für unsere Verhältnisse mit einer sehr, sehr guten Souveränität. Wichtig war, dass die Mannschaft sehr, sehr viele Herausforderungen von Göttingen bekommen hat. Göttingen hat alles versucht, verschiedene Verteidigungsvarianten, und wir haben für alles einen Weg gefunden. Und ja, kann nur meiner Mannschaft gratulieren und ermutigen, weiterzumachen, in jedes Spiel so reinzugehen wie in diese Woche und zu kämpfen. Es gibt nur einen einzigen Punkt, wo ich sagen würde, okay, das könnte besser sein. Das war drittes Viertel, Verteidigung im dritten Viertel. Und ja, wir müssen noch daran arbeiten, aber wir sind auf einem guten Weg. Danke. Vielen Dank, Silvano Poropat. Dann bitte ich Ruhl Moors und sein Statement zum Spiel. Ein Glückwunsch an MBC, meine Kollegen. Sehr enttäuscht über unsere Leistung. Wir brauchten wieder 25 Minuten, bevor wir ein bisschen Energie brachten. Und das reicht nicht an diesem Niveau. Ich glaube, momentan verdienen wir nicht besser. Wir haben zu viele einfache Sachen nicht respektiert. Und es gibt momentan schon nur einen Weg. Das ist sehr hart arbeiten für uns. Vielen Dank, Ruhl Moors. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Walter Kitzel. Ruhl, wie schwer empfandest du dann das verletzungsbedingte Ausscheiden von Luke, und was ist mit Luke? Luke hat wahrscheinlich einen Muskelriss oder etwas, aber das ist zu früh, darüber etwas zu sagen. Aber wir müssen keine Ausrede suchen. Wir waren einfach nicht bereit zum Spielen. Wir haben so viele Sachen nicht respektiert von der Scouting Report, von das Personal am ersten. Wir haben jeden Spieler ein bisschen machen lassen, was sie gut machen können. Und wie gesagt, das reicht nicht. Gibt es weitere Fragen? Ja, Herr Schumann? Das heißt, du würdest sagen, dass auch das Fehlen von Gutierrez und Winninghoff jetzt nicht spielentscheidend waren heute? Brauchen wir beide? Ja, klar, wir brauchen beide, aber wir haben sie nicht so. Wir können darüber reden bis morgen, aber die anderen müssen auch Verantwortlichkeit nehmen. Und selbst ohne die zwei Spiele können wir ein bisschen besser das Spiel anfangen, finde ich. Gibt es weitere Fragen? Ja, in der ersten Halbzeit konntet ihr Coleman nicht kontrollieren, und in der zweiten Halbzeit waren es dann Michalak und Rogic, die ihr nicht kontrollieren konntet. Was die Dreier anbetrifft, was kann man dagegen machen? Was kann man dagegen machen? Die Sachen einfach halten und mit Intensität spielen und nicht Spieler, die immer nach links gehen lassen, und Spieler, die wenig Zeit und Space brauchen, die Space zu geben. Das ist sehr einfach. Gibt es weitere Fragen? Ja, das war. Ihr habt Anfang der Saison immer sehr gut in die Partien reingefunden. Jetzt in den letzten Spielen auf einmal nicht mehr. Wie kannst du das erklären? Ja, ich kann nur sagen, dass das ein Mentalitätsproblem ist. Wenn das einmal passiert, okay, das kann in einer langen Saison. Jetzt ist das zu viele Mal passiert, dass wir nicht gut anfangen, und darüber müssen wir gut nachdenken, was wir können machen als Coaches, als Staff, um die Mannschaft zu helfen, gut das Spiel anzufangen. Gibt es sonst noch Fragen? Okay, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und allen noch ein schönes Restwochenende. Danke.